Lirim, du bist auf dem besten Wege dorthin, kann man schon fast sagen. Du bist jetzt neu in der Formel 3, durftest auch schon beim Formel 2 Virtual Event teilnehmen, bist eines der größten deutschen Renntalente. Da übertreibe ich dich wirklich nicht. Wie war es bei dir? Wie war so dein erster Kontakt zum Motorsport? Ja, mein Papa war auch immer so ein Motorsport-Fan und mit 10 Jahren wollte ich dann eigentlich Auto fahren, nicht Kart fahren oder sonst was. Das geht natürlich nicht und dann hat er mich aber Kart fahren geschickt und so entstand das alles. So wie bei jedem Rennfahrer auch, Kart fahren und so weiter. Ich meine, du bist 20 Jahre alt, das heißt, du bist 2000 geboren wahrscheinlich oder bist ein 99er. Das heißt, wenn du mit 10 das erste Mal so diese Liebe entdeckt hast, gab es in der Formel 1 schon einen Lieblingsfahrer? War das auch Michael Schumacher oder gab es da schon andere, die dich mehr gecatcht haben? Ne, tatsächlich, also ich habe, als ich dann in Kartsport eingestiegen bin, war ich relativ schnell bei seinem Team auch von Michael, also im KSM. Oh krass, da ja. War er, da war der Mick auch noch mein Teamkollege und der Papa von ihm halt Teamchef und ich habe ihn dann halt auch so als bodenständiger Typ kennengelernt und mich hat das fasziniert, dass halt so ein extrem erfolgreicher Formel-1-Fahrer so bodenständig sein kann und dann war das auch schon ein großes Vorbild für mich schon damals. Und ja. Kann man sagen, eine Art Vorbild schon, oder? Ja, schon, ja. Ja gut, wenn Michael Schumacher vor dir steht und dein Teamchef ist, dann glaube ich, gibt es wenig Chancen zu sagen, ich bin Mika Häkkinen-Fan oder so. Ja. Aber vielleicht nochmal kurz, ein kurzer Schwenk in die Formel 3, in der du jetzt teilnehmen wirst. Ich meine, du bist jetzt einer von drei deutschen Fahrern dort. Sophia Flörsch nimmt noch teil und David Schumacher. Wie schätzt du denn die Chancen von David und von Sophia ein? Nicht gut. Also, sorry, aber... alles gut. Also, David fährt halt bei Charus. Ich war letztes Jahr mit Charus unterwegs. Und ich kann jetzt leider nicht sagen, dass die das beste Team sind im Feld. Und, also jetzt vorsichtig gesagt. Klar, was ich weiß halt, dass bei David viel dahinter stecken wird, was Hilfe angeht mit Ingenieuren und dass da alles nochmal umgekrempelt wird, dass er ja das beste Material kriegt. Also wird es wahrscheinlich nicht so wie letztes Jahr sein, aber es ist trotzdem schwer, sich gegen so riesen Teams zu etablieren. Also da ist ein Prema und ein ART sind da zu stark, um gegen anzukommen mit einem kleineren Team. Und Sophia war für mich so ein unerwarteter Schritt eigentlich in die F3, weil unser F3-Auto ähnelt jetzt krass einem GP3-Auto, was schon echt mächtig PS hat. Wir haben da 400 PS und eine Menge Downforce und da mal so einen großen Schritt reinzumachen, ist auch nicht ganz so einfach. Vorsichtig gesagt, ich merke schon den Einfluss von Marcel Kiefer bei dir auf jeden Fall. Du warst mal Teammate mit Mick Schumacher. Mick Schumacher, Formel 1, ja oder nein? Und was sind denn seine Stärken und Schwächen? Mick wird auf jeden Fall in der Formel 1 landen. Also auch wenn er nicht gut genug dafür ist, wäre sonst was. Einfach wegen des Namens. Ja, ich war mit ihm halt 4 Jahre lang Teamkollege oder 3 im Kartsport und von dort, was ich sagen kann, er ist jetzt nicht einer, der sich reinsetzt und direkt schnell ist, aber also er braucht halt Kilometer, er braucht die Testtage, er braucht das beste Material, die besten Trainer, aber er ist auch keiner, der dann nicht lernt. Also er kriegt das dann irgendwann auf die Reihe und bleibt dann auch konstant. Das ist auf jeden Fall eine Stärke, dass er dann, was er gelernt hat, irgendwann konstant beibehalten kann. Aber er braucht die Zeit. Also ich würde sagen, jetzt er ist halt kein Naturtalent. Okay, wie man von einem Max Verstappen oder so behaupten würde. Oder Charles Leclerc. Wobei bei Charles Leclerc oder Max Verstappen, beide hatten ja auch immer das beste Material wiederum. Also alles immer schwer zu sagen. Lirim, ich habe dich gerade nicht übergangen, ne? Du hast auch deine Flop 3 genannt. Nee, aber... Oh, sorry, da hab ich gerade überlegt. Dann nenne mal kurz. Ja, ist easy zu sagen, also Stroll, Kubica und Grosjean und Giovinazzi und es sind so viele Flop-Fahrer. Sorry. Ich mag dein Selbstbewusstsein. Ja, finde ich gut. Find ich gut. Aber ganz Fahrer ernst, muss Selbstbewusstsein haben. Da muss ich echt Lirim zustimmen. Also die Formel 1, klar, wir haben einige Top-Fahrer, aber wir haben auch echt viele gerade in der Formel 1, die eigentlich da nichts zu suchen haben, meiner Meinung nach.